Ja gut, das heißt ja nicht, dass Alex Meyer alle Chancen reinmacht. Also wenn ich mich erinnere an die Chance gegen Freiburg, hat er es ja auch nicht gemacht. Wichtig ist, dass wir die Chancen haben. Natürlich hat der Alex seine Qualitäten im 16er, das wissen wir ja auch. Deswegen ist er auch hier der Fußballgott, das ist so. Und wir hoffen. Ich war noch niemals in New York. Ist das nicht Winnetou oder irgendwie? Nee, das ist Udo Jürgens. Das war Udo Jürgens. Ich war Udo Jürgens. In New York. Ach, ich war noch niemals in New York, okay. Ja, Roland? Ja. Ja, natürlich, jeder Stürmer braucht Tore. Das ist ganz klar, das ist bei Alex so, das ist bei Brane so, das ist bei Harris so. Nur wir können sie uns nicht backen, die Tore. Wir müssen sie uns erarbeiten, erspielen und dann auch dann letztendlich treffen. Alex hat im Moment ein Tor mehr als Brane, aber genau wie er auch Harris, jeder lässt mal Chancen liegen. Das gehört dazu im Fußball. Und man kann jetzt nicht sagen, dass wenn jetzt der Alex jedes Mal gespielt hätte, dass er jetzt alle gemacht hätte. Dafür sind wir alle Menschen. Er verschießt einen Elfmeter oder hat zwei verschossen. Also es ist so. Aber das heißt ja nicht, dass wir jetzt das Tore schießen versuchen einzustellen. Wir wollen schon Tore schießen und ich hoffe, dass er in dieser Saison auch noch dabei ist, weil wir haben noch einiges vor. Wir haben noch ein Pokal-Halbfinale, wo wir ins Finale kommen wollen und wir wollen auch noch ein Pokal-Endspiel spielen, sodass wir jeden brauchen und in dem Fall auch den Alex. Ja, weil er ist wichtig für die Mannschaft, er ist wichtig für mich und er ist wichtig für den Verein. Gegen Hamburg war es ja so, dass aus diesem 0-0 viel Positives gezogen wurde, zumindest von den Spielern. Man hat kein Gegentor mehr bekommen, hat die Niederlagenserie abgelegt und so weiter und so fort. Was ist, wenn das Spiel morgen, das könnte ja aus irgendwelchen Gründen theoretisch auch schief gehen gegen Gladbach. Hat man da Angst aus Ihrer Sicht zum Beispiel, oder haben Sie einen Druck, dass dieser positive Umschwung verloren geht dann? Also grundsätzlich ist es ja so, dass es in der Bundesliga, wenn ich in Prozenten rechnen würde, 80% der Bundesliga-Vereine immer damit rechnen müssen, dass sie am Wochenende mal ein Spiel verlieren. Ja, es gibt nicht allzu viele. Vielleicht liege ich mit 80% sogar auch relativ weit unter dem. Vielleicht sind wir schon bei 90%. Also das heißt, es betrifft jede Mannschaft. Und wenn wir über Eintracht Frankfurt reden, dann besteht natürlich immer die Möglichkeit, dass Eintracht Frankfurt auch mal ein Spiel verliert. Ja, und auch gerade gegen einen Gegner, der morgen gegen uns antreten wird, der, wie Sie ja wahrscheinlich auch wissen, jetzt mal mir nichts, dir nichts, für 10 Jahre 100 Millionen Euro einfach mal so von einem Ausrüster bekommt. So, dann wissen Sie eigentlich, mit wem wir oder gegen wen wir da eigentlich antreten. So, das gehört dazu, aber das erhöht den Druck in keinster Weise. Denn wir wissen auch, dass das im Fußball so passiert. Mal bist du oben, mal bist du unten. Aber warum sollte ich über etwas Negatives nachdenken? Es ist doch viel schöner, über etwas Positives nachzudenken. Jetzt stellen Sie sich mal vor, wir gewinnen morgen. Was sagen Sie dann dazu? Jetzt stelle ich Ihnen die Frage. Super, also sehen Sie, also warum die Menschen, muss ich ganz ehrlich sagen, denken eigentlich und reden eigentlich zu viel negativ. Lassen Sie uns einfach mal positiv an viele Sachen rangehen, ja, und ich glaube, dann lebt es sich auch besser untereinander, miteinander, hat man mehr Sympathien, mehr Empathien. Das permanente Negative, ich finde, das ist vielleicht Ihr Beruf, ja, aber ich glaube, trotzdem kann man positiv, happy, glücklich und trotzdem, ja, lächelnd durch die Gegend laufen. Ja, aber Sie stellen eine negative Frage. Nein, es kann ja sein, dass trotzdem ist ja die Gefahr ja trotzdem da, dass dieses Positive, was man sich jetzt über 2 Wochen irgendwie, was sich die Spieler oder was die Spieler auch fühlen in den letzten 2 Wochen, dass man das verliert. Es wäre ja schade. Nennen wir es mal schade und nicht schlimm, aber. Schauen Sie sich mal die Situation an. Wir sind Tabellen-Siebter, Köln hat einen Punkt mehr als wir und es gibt vom 7. oder vom 6. bis zum 16., das sind 10 oder 11 Mannschaften, die jetzt überlegen, was ist mit dem 16. Tabellenplatz. Wir sind in der doch sehr viel besseren Situation als viele Mannschaften unter uns. Also von daher, wir müssen gar nicht negativ. Wir wollen positiv denken, weil das Positive gibt uns die nötige Energie. Die wollen wir nutzen. Die Woche oder die letzten beiden Wochen haben wir außerordentlich gut trainiert. Ich hoffe, dass das die Mannschaft morgen auch auf den Platz bringen kann. Und ich gehe positiv an die Sache ran. Ich freue mich und die Mannschaft freut sich auch. Und deswegen lassen Sie uns nach dem Spiel über das Erlebte, über das Gesehene
Gespielte gerne diskutieren.